Willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte mit euch heute zum Verlies Eingang zumindest mal laufen, weil das Ganze habe ich als Aufgabe des Rabenkäfigs bekommen. Wir schauen uns das mal an. Und zwar, hier, besuche die Ruinen über dem Verlies des verlassenen Ordens. Und das wollen wir jetzt mal machen. Verlies der Verlassenen. Das ist er. Und da laufen wir jetzt hin. Und zwar habe ich nicht viel dabei. Eine Fackel, weil es gleich Nacht werden wird. Und eine Keule und eine kleine angefangene und ein bisschen was zu futtern. Weil noch gehen wir ja nicht rein ins Verlies. Wir wollen ja erstmal nur gucken, was oberhalb des Eingangs so los ist. Schauen wir mal, wer sich hier so rumtreibt, aber ich glaube, das ist noch nicht so kompliziert. Lepröser hört sich gut an. Ein Grab. Eine Hose. Dann schauen wir mal weiter an. Sehr gut. Wie gesagt, ich glaube, das ist hier nicht so kompliziert. Und man kann ein bisschen was mitnehmen. Schon krass aus mit den Gemäuern hier. Und jetzt wird es natürlich Nacht. Na komm her, Kleiner. Nee, nee, ich bin hier nicht das Opfer, Leute. Oh, zwei Waffen. Das ist natürlich sehr gut. Was haben wir denn hier? Wenn ihr befürchtet zu sterben, dann könnt ihr das vorher einnehmen. Und ihr werdet quasi wieder auferstehen. 4 Stunden lang wirkt das. Na gut, ich weiß.
weiß nicht, ob man sowas jetzt unbedingt vorher immer weiß, wann man stirbt. Aber vielleicht, wenn man nachher irgendwann hier in diesem Verlies drin ist, ist es vielleicht ganz praktisch, sowas. Ne? Das hätte ich verlaufen, Kleiner. Das ist der Eingang hier, vermute ich mal. Eingang ins Verlies. Okay, den Schlüssel müssen wir erst irgendwann nochmal besorgen. Gut. Ich glaube, wir haben alles leergeräumt. Mehr gibt es hier leider erstmal nicht zu holen. Aber immerhin nicht. Wir gehen kurz raus, dass der Nachtgeist uns noch eine Schelle verpasst. So, gucken wir mal. Wir sind auf jeden Fall einmal hier komplett eingekleidet worden. Mit halber Haltbarkeit, sage ich mal im Schnitt. Zwei Waffen haben wir gefunden. Einmal 34er Schaden, nicht schlecht. 26er. Bronzenägel gibt es nur in den zwei Totenkopfgebieten. Von den verfluchten Rittern. Oder der Hexe manchmal, glaube ich. Aber dazu mache ich auch nochmal ein Video für das Zwei-Totenkopf-Gebiet. Jo, ansonsten dies und das, was man überall auch findet. Die Tinktur hier. Ist was Neues, meine erste. Ja, das mal als kleinen Einblick in den Bereich über dem Verlies. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Bye bye.